Tag 17 in diesen endlosen Höhlen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe die Orientierung verloren. Ich befinde mich inmitten von Büchern, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Um mich rum verrottete, ich weiß nicht, ob es Menschen waren. Was hier geschehen ist, ich weiß es nicht. Aber offenbar durchzieht eine riesige Schlucht die Lande, bestehend aus Lava und Finsternis. Überall nur Abgründe. Vorsichtig arbeite ich mich voran. Es ist ein Balanceakt zwischen Leben und Tod. All überall die Kreaturen der Finsternis. Der Tod ist allgegenwärtig, ebenso wie Fallen. Oh nein. Oh nein, ihr kriegt mich nicht. Die Stufen führen mich hinab. Tiefer in die Eingeweide dieser Hölle. Ihre Schätze interessieren mich nicht. Ich suche etwas anderes. Und dort, dort ist es. Ihr Tempel ist entweiht. Haben wir noch Silberfische hier? Die Aufzeichnungen waren richtig. Ich bin am richtigen Ort. Ich hoffe nur, es ist auch die richtige Zeit. Ich höre sein leises Zischen. Dort ist er. Ich habe ihn gesehen. Jetzt heißt es Vorsicht walten lassen. Ein falscher Schritt. Und alles war umsonst. Das Portal führte mich an diesen verborgenen Ort. Am Ende von Raum und Zeit. Ein riesiger Drachen wacht über das Gebiet. Und es galt, seine Heilungsknoten auszumerzen. Sie würde ich ausschalten müssen, bevor ich ihm mein Haar krummen könnte. Treffer für Treffer. Die Pfeile senkten sich in das Fleisch der wilden Bestie. Doch sie heilte sich wieder und wieder. Ich nahm Maß, vorsichtig, gezielt. Und traf. Würde ich aus dieser Hölle entkommen wollen, müsste ich alle Knoten treffen. Riesige Monstrum mit den ledernen Schwingen zur Strecke bringen. So viele Jahre vorbereitet. Welchen Zweck erfüllte diese Kreatur? Warum war sie hier? Wovon ernährten sich diese Lebewesen? Was taten sie? Was trieb sie an? Treffer. Treffer. Bald war es soweit. Bald schon würde ich mich dem Drachen stellen. Sieh, du Bestie, ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Richter, bin dein Henker. Ich bin das Ende. First Blood.
Double kill!